So, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, schnallen Sie sich an, bringen Sie die Sitzlehne in eine aufrechte Position und stellen Sie bitte das Reden ein. Es geht jetzt weiter mit einem Crashkurs ab Amor. Ich darf begrüßen Christian Bolz, der uns zeigen wird, wie wir da mit arbeiten können. Er hat dafür knapp eine Stunde Zeit. Viel Spaß. So, hallo. Also, ab Amor Crashkurs. Wie schon gesagt, Christian Bolz. Ich bin bei OpenSUSE aktiv, bin bei Abamor Upstream aktiv, nebenbei auch noch Postfix-Admin. Aber weil die typische About-Me-Folie immer so langweilig sind, habe ich mir mal gedacht, machen wir doch mal die Folie, was sagen die anderen Abamor-Entwickler über mich. Und dann kommen so nette Sachen raus. So, was macht Abamor eigentlich? Eigentlich ganz einfach zu beantworten. Es erlaubt Programmen nur zu tun, was sie machen sollen und verbietet alles andere. Sprich, Abamor-Profile sind eine Whitelist. Warum will man Abamor benutzen? Naja, ideal wäre bugfreie und sichere Software. Nur ideal, aber die Programmierer können halt noch nicht zaubern und deswegen will man lieber auf die Finger gucken. Und genau das macht Abamor auf Kernel-Level, überwacht die Programme, die ganzen Zugriffe und erlaubt natürlich nur, was im Profil erlaubt ist. Noch ein Beispiel, warum man Abamor will, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an den Samba-Cry-Bug, sprich Remote Code Execution from a Write Apple Share. Also man hat quasi irgendwas auf Samba Share hochgeladen und anschließend ausgeführt. Und das nicht an der Sache war dann, dass kurz nachdem der Fehler bekannt war, ist so ein ganz nettes Security-Announcement rausgegangen, ist, wo dann quasi drinsteht, ja, wenn man das Abamor-Profil benutzt, ist man auf der sicheren Seite, weil man nicht gerade Slash-User geshared hat. Also das wäre dann halt blöd gewesen, aber in der üblichen Config war man sicher. Übrigens, Debian Basta hat jetzt auch standardmäßig Abamor aktiviert. Hat ja auch nur 8 Jahre gedauert, aber... Genau. So, jetzt mal die Frage in den Raum. Wer benutzt Abamor? Sind schon einmal ein paar. Jetzt erweitere mal die Frage mal, wer benutzt Abamor und weiß es nicht. Also wer benutzt OpenSUSE? Ubuntu? Debian Basta? Ja, da kommen doch noch ein paar zusammen, die noch nichts von ihrem Glück wissen. Aber so soll es auch sein, nämlich im Idealfall sind die Abamor-Profile einfach im Hintergrund da, machen ihren Job und nerven nicht. So, nächste Frage, wer hat schon mal selbst Abamor-Profile erstellt mit den AA-Logprof oder Genprof-Tools? Sind doch ein paar. Auch jemand mit dem Editor? Ja, genau. Gehecheck, wer hat Abamor noch nie benutzt? Okay, genau. Und noch genau, das wäre meine nächste Frage, wer hat es tatsächlich abgeschaltet? Na dann. Genau. Also, dann machen wir doch einfach mal ein kleines Praxisbeispiel. Das unvermeidbare Hello World Skript. So sieht das ganze Ding aus. Und für das machen wir jetzt mal ein Abamor-Profil. Sprich, funktioniert folgendermaßen. Ich rufe auf AA. aagenprof.hello, das ist unser Skript, also sprich, er setzt das jetzt in den Lernmodus und schreibt quasi mit, was das alles so tut, wechselt in ein anderes Konsolefenster und führt das Skript tatsächlich aus, also .hello, man sieht, es schreibt Hello World, dann wechsle ich wieder zurück und tippe jetzt IS für Scan-System-Log. Und dann sieht man, was macht das alles. Es führt kalt aus, genau. Ich tippe jetzt E für Erben, das gleiche nochmal für RM. Dann will er was auf die Konsole schreiben, dann machen wir jetzt mal so streng wie möglich die DevTTY. Dann will er schreiben die Temp-Hello-Text und natürlich auch wieder lesen, weil er den Inhalt später ausgibt. Erlaubt mir auch. Und das war's jetzt schon. Ich tippe noch kurz View Changes, dass wir uns das Profil ansehen können. Genau. Also, man sieht, DevTTY lese und schreibe, das Skript an sich lese,
Natürlich ist ein Bash-Skript, das welche die Bash ausführe, Cut und RM ausführe und die Datei temp-hello-text lese und schreibe. So weit, so gut. Dann sage ich jetzt einmal speichern und Ende. Gucken wir uns das Profil nochmal an. Genau. Das gleiche nochmal in bunt. Also im VI heute machen wir das Syntax-Highlighting. Einmal die zwei Include Abstraction Base, also wirklich Basissachen wie Bibliotheken und so. Dann Bash-bezogene Sachen, die man typischerweise braucht. Und das, was wir eben schon gesehen haben. So weit, so gut. Moment. Genau, ja. So. Jetzt haben wir nur mit unserem Skript ein winziges Problem, nämlich das Ding ist unsicher. Hat jemand die Idee, was da dran unsicher ist? Es gibt auch einen kleinen Geeko, der neues Zuhause sucht. Ja, bitte? Genau. Bitteschön. Interessanterweise das erste Mal, dass ich den Vortrag halte und der erste Vorschlag ist die Sümmling-Attacke. Also ich habe da schon interessante Sachen gehört. Genau. Dann machen wir das doch mal. Und zwar... Ich gerade kurz gucken, genau. Also, man sieht, ich habe jetzt einen Symlink angelegt. Die Temp-Hello-Text überschreibt dann mal glatt unser Root out der reißt Keys. Und um das Ding lustiger zu machen, führen wir das Skript jetzt natürlich als Root aus. Schon schwerst hier langweilig. So, also Punkt slash Hello. Genau, und dann kommt da plötzlich keine Berechtigung. Und wir werfen einen kurzen Blick in die Root SSH authorized keys, die sieht noch normal aus. Also sprich, Abamoa hat uns jetzt gerade vor dem Angriff gerettet. Also man sieht sogar an eigentlich winzige Programme können schon Sachen schief gehen und im Zweifelsfall dann lieber mal absichern. Was natürlich alle Alarmglocken läuten lassen sollte, statische Dateiname in Temp. Also sprich, wer das sieht, entweder in meinem Programm oder in meinem Abamoa-Profil, bitte einen Bug-Report aufmachen, das kann nur schlecht sein. Genau. Was macht Abamoa genau? Also wir haben schon gesehen, Dateizugriffe überwachen und beschränken. Genauso Netzwerkzugriffe, Capabilities wie Change-Own, Make-Node, Set-UID und was es so alles gibt. Also Mansive Capabilities hat die komplett Licht. Man kann R-Limit setzen, also das, was man unter dem Befehl U-Limit so kennt. Und im Großen und Ganzen einfach nur Berechtigungen einschränken. So, jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, wenn wir alles abgesichert haben. Change Mode 777 und läuft einfach alles als Root laufen. Nee, bitte nicht. Nämlich, Abamoa ersetzt nicht die traditionelle Dateiberechtigung, die gelten weiterhin. Und es ersetzt auch nicht die normale Userberechtigung. Ist einfach nur noch eine zusätzliche Absicherung. Also jetzt bitte nicht sagen, wir haben ja Abamoa-Profil, jetzt können wir den Rest auf Teufel komm raus sicher machen. Was man auch noch wissen sollte, zum Beispiel im Webserver-Bereich, MySQL-Datenbankberechtigungen halt für jedes Hosting einen eigenen Datenbankbenutzer, nicht 20 WordPress als Root anbinden. Genau, so sollte man auch Benutzereingabe validieren und escapen. Hat auch schon lustige Effekte gegeben, wenn man das vergisst. So, Preisfach, echte Server jetzt sicher? Jein. Security besteht ja immer aus mehreren Teilen und Abamoa schützt vor einige Sachen, natürlich nicht alles, aber man ist definitiv sicher als ohne Abamoa-Profil. Wer OpenSUSE benutzt, kann sich dann auch sein Abamoa-Profil mehr oder weniger klicken. Es gibt doch nicht das Abamoa-Modul in Yast, was aber effektiv Frontend ist für die Kommandozeile-Tools. So, Kommandozeile-Tools, was gibt's da alles? Drückt man mal AA-Tab-Tab, sieht dann AA-Status. Gibt einen schönen Überblick aus, welche Profile sind gerade geladen, von welchen Programmen werden sie benutzt. Dann gibt es AA Unconfined, das zeigt, welche Programme das geschützt sind von Abamoa und welche nicht. Es gibt nette Desktop-Benachrichtigungen mit AA Notify. Das kann auch Log Summaries machen, also sprich, gib mir mal alle Abamoa-Ereignisse von den letzten 24 Stunden zum Beispiel. So. Dann kommen wir zum nächsten Block, das ist AA Complain, also Profil in den Lernmodus schalten. Heißt,
erstmal alles erlauben und fleißig Logfile schreiben. Also das will man halt machen, solange das Profil noch nicht fertig ist. Das gehe ich ein Stück AAN voraus, um das Profil quasi scharf zu schalten. Und es gibt noch AA Disable, wenn man jetzt ein spezielles Profil komplett abschalten will. So, weiter geht's. AA Audit. Ich sage immer so scherzhaft, das benutzt man, um sich das Log zuzumühlen, weil da wirklich alles geloggt wird. Also auch die Sachen, die schon im Profil erlaubt sind. Dann, was praxistauglicher ist, ist AA Exec. Sprich, ich kann jetzt ein Programm ausführen mit einem speziell angegebenen Profil. Also quasi AA Exec minus P Profilname, Programmname. Und wer dann mal ins Audit-Log schaut und sieht dann vielleicht da so eine komische hexkodierte Dateiname, liegt vielleicht daran, dass da ein Leerzeichen drin war, die kriegt man mit AA dekodiert. Dann wäre das Ganze sogar wieder lesbar. Genau. Dann fangen wir mal mit der AA Genprof, neues Profil erstellen, haben wir ja schon beim Hello World gesehen. AA Logprof ist dann das Gegenstück, um vorhandene Profile anhand der Logdatei zu ergänzen. Also auch wieder Log-Auswertung, nur halt kein neues Profil. Man kann auch ein neues Profil erstellen mit AA Autodeb, was dann einfach nur die Grundstruktur baut und das war's dann. Aber in der Regel benutzt man eher AA Genprof. Genau. Das sind jetzt noch zwei nützliche Helferlein, wo man ein bisschen mehr mit ABAMA macht, nämlich AA Mergeprof, sprich man hat zum Beispiel 5 Server, auf jedem hat mal einer von Hand ein Profil aktualisiert und das will man jetzt wieder zusammenführen zum gemeinsamen. Kann man damit machen, also sprich ähnlich wie das Logprof, nur dass es halt ein anderes Profil als Input nutzt, statt im Logfile. Und AA Cleanprof ist einfach nur so ein bisschen aufräumen, sortieren, unnötige Regeln rausschmeißen, die durch andere Regeln schon abgedeckt sind und so Sachen. Genau. Dann gibt es noch die Sache, die Profile entladen, nämlich einmal AA Remove Unknown, also sprich Profile entladen, die nicht in etc.abamor.de existieren. Aber Vorsicht, das wird gleichzeitig auch Profile aus dem Kernel werfen, zum Beispiel von Docker und LXC, also mit Vorsicht zu genießen. Und falls jemand tatsächlich ABAMOR im laufenden Betrieb mal ganz abschalten will, gibt es AA Teardown, also sprich alle Profile entladen. Warum es das gibt, ja, insert rein about system CTL restart hier. Problem ist nämlich, dass das auf Stop und Start gemappt wird und man kann das nicht ändern. Deswegen musste man dann halt leider den exec stop auf bintru ummappen. Erklärung dahinter, wenn man Profil entlädt, dann geht der Schutz von den laufenden Programmen verloren. Soweit klar. Aber wenn man das Profil dann wieder neu lädt, dann kommt der Schutz nicht zurück, sondern man müsste dann alle Programme neu starten. Und deswegen ist halt dann die Entscheidung gefallen, dann lieber auf der sicheren Seite bleiben und Exec-Stop kaputt machen. Genau, wie sieht es dann aus? Zum Beispiel unconfined zeigt jetzt Postfix SMTPT ist schon durch ABAMOR geschützt. GLAMD genauso. Amavis auch, aber noch im Complain-Mode, also Lernmodus. Und man sieht jetzt auch, der VSFTPD ist noch nicht geschützt. Und es gibt so Faustregel, alles was am Netzwerk hängt, soll doch bitte schön ein ABAMOR-Profil haben. Deswegen sollte man das mal reparieren. Ich wechsle dann gerade wieder rüber in die Konsole und sage jetzt AA Genprof VSFTPD. Also er sucht sich dann auch automatisch den Pfad raus. So, da kommt jetzt noch die Netzspezialität. Wir liefern für manche Programme inaktive Profile aus, die schon ein recht guter Startpunkt sind, aber halt nicht für jedes System passen und deshalb standardmäßig scharf schalten tödlich wäre. Kann man sich dann natürlich auch angucken, also mit VView Profile. So sieht es dann aus. Genau. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, wir benutzen das Profil und wären fertig. Ja? Geht, wäre jetzt aber langweilig im Vortrag. Deswegen Create New Profile. Genau. Dann wechsle ich wieder rüber ins andere Fenster. Und wenn man so ein Profil von Daemon erstellt, ist eigentlich immer ganz nützlich, den Daemon einfach mal neu zu starten. Dann hat man nämlich schon einige Sachen abgefrühstückt, ohne dass man sich das Log zu sehr zumüllt. Genau, wechseln wir mal rüber. Das ist kein System-Log. Man sieht jetzt, der braucht nicht beim Service, ist klar, der muss einen Port aufmachen, FTP halt. Er will seine Config-Datei lesen.
So, dann bietet er jetzt verschiedene Abstractions an. In dem Fall macht es am meisten Sinn, Abstractions Name Service, sprich DNS-Lookups, Benutzer-Lookups, ist da alles mit drin. Genau, dann können wir uns gerade noch einmal die Änderungen ansehen. So sieht das Profil jetzt erstmal aus. Noch übersichtlich. Speichern wir das Ganze. Aber jetzt will man ja in FTP-Daemon nicht nur neu starten, sondern da wollen auch Leute Dateien hoch und runterladen. Dann laden wir doch mal unser schönes Hello-Skript von vorhin hoch. Genau, ist jetzt passiert. Und wenn ich da jetzt nochmal S für Scan-System-Log drücke, dann sehe ich mal zum einen, er braucht noch zusätzliche Capabilities. Unter anderem auch Audit-Log schreiben, weil sich da jetzt halt jemand per FTP eingeloggt hat. Er macht eine Change-Route. Er braucht ein Set-Git und ein Set-UID, weil er halt effektiv die runtergeht auf Benutzerrechte, bevor er die Datei dann tatsächlich schreibt. Er macht Authentifizierung, logisch, Passwortüberprüfung. Er checkt, ob der Benutzer in der FTP-Users drinsteht. Checkt die Shells ab, Environment und so weiter. Und er will natürlich auch noch die eigentliche Datei schreiben. Und weil die Leute nicht nur eine Datei namens Hello hochladen wollen, können wir da jetzt anfangen mit Wildcards. In dem Fall mache ich jetzt einfach mal Stern. Was man jetzt auch noch sieht bei der Berechtigung, bis jetzt haben wir die nur hochgeladen. Also sprich, Write und Log. Noch nichts von Lese. Genau, erlauben wir dann auch noch. Gucken wir uns die Änderungen noch mal kurz an. Genau, also die ganze Sache, die wir jetzt gerade abgesegnet haben. Und genau, speichern das Profil. Das kann man dann noch entsprechend weitermachen, bis man auch Downloads und wie auch immer alles abgedeckt hat. Aber gleiches Prinzip, deswegen kürzen wir es jetzt mal ein Stück weit ab. Und ja, genau. Ich habe es ja schon gezeigt, Profilerstellung mit den Prof 2x-Terms. Im einen startet man AA-Gen-Prof mit dem Programm, für das man Profil erstellen will. Im anderen Terminal benutzt man das Programm. Im Fall von FTP kann man natürlich auch einen beliebigen FTP-Client nutzen. Und ja, wie gesagt, Taktiken. Erstmal Start und Stopp durchspielen, dann hat man schon einmal die Sache, die schon das Log zumühlen, abgefrühstückt. Dann das Programm benutzen. Und wenn man dann noch 10 Minuten denkt, jetzt soll das Profil fertig sein, zu früh gefreut. Also ich würde wirklich empfehlen, das eine Zeit lang im Complain-Mode laufen zu lassen, sprich AA-Complain. Speziell bei komplexeren Programmen. Und dann kann man jederzeit mit AA-Log-Prof das Profil updaten. Und wenn man dann wirklich denkt, jetzt ist es komplett, dann sagt man einmal AA-Enforce und dann ist es aufgeschaltet. So, Dateiberechtigung haben wir ja teilweise schon angesprochen, also R wie read, W wie write. Es gibt auch Append, was für Logfiles interessant sein kann. L für Link, K für Log. Mmap braucht man für Bibliotheken, braucht üblicherweise auch R. Und es gibt verschiedene irgendwas X-Modi, um Programme auszuführen. Und das kann man dann auch jeweils in andere Regeln kombiniert haben, also zum Beispiel RWK in dem Beispiel. So, Execute-Optionen. IX ist das, was ich vorhin beim Hello-Skript gezeigt habe, also das Erben oder Inherit auf Englisch, sprich, das Programm läuft dann mit dem gleichen Profil wie das Elternprogramm. Und das kann Sinn machen für irgendwelche Hilfsprogramme wie jetzt CAD, CREB, RM, Bash, wie auch immer. Oder man könnte auch sagen, man gibt einem Benutzer spezielle Shell mit ABAMOA-Profil und dort drin darf er dann beliebige Programme ausführen, aber halt nur soweit es das Profil erlaubt. So, dann gibt es die Option ein Kindprofil, also Child, im Sinn von, das Hello-Skript ruft RM auf. Sprich, wenn ich jetzt RM Standalone aufrufe in der Shell, ist das nicht von dem ABAMOA-Profil betroffen. Wäre auch unpraktisch. Und es macht Sinn für Hilfsprogramme, die mehr oder weniger Berechtigung als das Hauptprogramm brauchen. In eine ähnliche Richtung geht PX, also sprich Ausführen mit separatem Profil. Auch wieder ein separates Profil, ähnlich wie das Kindprofil. Der Unterschied ist nur, das wird auch angewendet, wenn ich das Programm dann Standalone aufrufe, von der Shell zum Beispiel. Kleine Tipp, machen das bitte nicht für Binbash. Und dann gibt es schließlich noch die Option Unconfined, also UX.
sprich ein Programm ausführe ohne Abamor-Schutz, bitte möglichst selten verwende, aber ein Anwendungsfall wäre zum Beispiel der SSH-Daemon-Schütze und dann noch im Login eine Shell bereitstelle ohne Abamor-Beschränkungen. Dann gibt es noch die Option, was man jetzt beim Selbstprofil erstellen eher nicht braucht, aber bei ausgelieferten Profilen ab und zu, Fallbacks. Sprich, man weiß nie genau, gibt es das Zielprofil überhaupt. Und dann kann man zum Beispiel Sachen PIX, also sprich, wenn es das Profil gibt, benutzen, ansonsten Inherit, also im gleichen Profil bleiben, oder PUX, also Profil benutzen, oder halt wohl oder übel unconfined und das gleiche auch nochmal mit Kindprofilen. Was auch immer ganz praktisch ist, man kann bei den Execute-Optionen auch noch den Namen vom Zielprofil angeben. Sprich, da können dann zum Beispiel mehrere Hilfsprogramme das gleiche Unterprofil benutzen. Also wie jetzt in dem Beispiel user-bin-cx nach Helpers, was dann halt die Sache abdeckt. Was dann auch immer beim Logprof als Frage noch kommt, clean up the environment, also sprich Umgebungsvariable. Ausmischte, sollte man grundsätzlich mit Ja beantworten, weil man dann so nette Sachen wie LD-Preload aus dem Weg hat. Und weil man das tatsächlich mal braucht, dann halt bestehen lassen, aber wie gesagt, eher selten. Und der Standard sollte sein, die Execute-Regeln mit Großbuchstaben, also sprich Umgebungsvariable bereinigen. So, es gibt noch mehr Abamor-Regeln. Nämlich fangen wir an mit Link, die sich ein Stück weit überschneiden mit L von Dateiregeln, noch etwas feingranulierter sind. Dann kann man mit ZR-Limit ein Limit setzen, zum Beispiel maximale Arbeitsspeicher, maximale CPU-Laufzeit, wie auch immer. Capabilities haben wir schon gesehen. Wer dort die Datei wissen will, was so Capability macht, einfach mal massive Capabilities aufrufen. Und dann gibt es noch einige Regeln, die noch für Abamor-Verhältnisse relativ neu sind. Nämlich, man kann P-Trace überwachen, ab Kernel 4.13, Mount Signal und Pivot Root ab 4.14. Ich denke, dafür ist wahrscheinlich Signal das Interessanteste im Alltagsgebrauch. Also sprich, man könnte zum Beispiel verhindern, dass der Apache jetzt plötzlich einen Kill an irgendwelche fremde Prozesse schickt. Dann gibt es Network-Regeln. Die funktionieren mit Kernel 4.17 plus Abamor 3.0 User Space, sobald es released wurde. Und Debus- und Unix-Regler, also Sockets, kommen voraussichtlich mit Kernel 5.4. Und was man auch noch wissen sollte, Ubuntu-Kernel hat das alles schon drin. Und OpenSUSE unterstützt Netzwerkregler auch schon seit gefühlter Ewigkeit, auch ohne der Abamor 3.0 User Space. So, was macht P-Trace? Erlaubt einem Prozess, einen anderen Prozess zu überwachen oder überwacht zu werden. Und man muss das quasi von beiden Seiten erlauben. Also sprich, in dem Fall jetzt P-Trace Trace mit PIA-Lib-Wert irgendwas, also Wildcatsin erlaubt. Und das Gegenstück wäre dann natürlich auch noch P-Trace Trace by mit entsprechenden Parameter. Signal, im Prinzip das gleiche eben für Signale. So. Was ganz nützlich ist, man kann Profilen einen lesbaren Namen geben. Warum mit UserMove und so? Dann hat man immer verschiedene Optionen. Lichtpinken jetzt zum Beispiel in Bin oder in UserBin. Dann kommt halt sowas raus mit der geschweiften Klammer, also Shell-Syntax quasi. Funktioniert, aber wird irgendwann dann im Logfile so unlesbar. Deswegen benutzt man dann lieber die Konstruktion Profile-Ping und dann den Pfad. Sprich, das Profil erscheint jetzt im Logfile und am Namen Ping. Aber wird immer noch für Bin-Ping und User-Bin-Ping benutzt. So, genau. Wo es auch noch gut lesbarer wird, ist bei PS-Zaugs mit großem Z. Da sieht man dann nämlich in der ersten Spalte, unter welchem Abamor-Profil ein Prozess gerade läuft. Und was auch noch ganz nützlich ist, wenn jetzt einer auf die glorreiche Idee kommt, dass man Ping jetzt vielleicht doch noch einmal in ein komplett anderes Verzeichnis schieben sollte. Da muss man natürlich den Pfad ändern, aber der Profilname ist immer noch Ping. Genau. Jetzt habe ich schon mehr als einmal das Audit-Log erwähnt, wo dann mitgeschrieben wird, was Abamor so alles verbietet oder verbieten würde. Wie sieht so eine Log-Meldung aus?
Punkt 1 hat man erstmal so eine ganz lustige Zahlenkolonne, die haben gar nichts gesagt. Das ist einfach nur die Unix-Timestamp. Kriegt man übersetzt mit date-d-add und Copy und Paste von der Zahlenkolonne. Dann kommen da lesbare Timestamps raus. Man sieht dann auch in dem Fall steht jetzt da Abamor denied. Das heißt, es war was, was Abamor tatsächlich geblockt hat im Enforce-Mode. Es könnte auch durch die Audit, wenn die entsprechende Regel das komplette Profil des Audit Flag setzt hat, also sprich auch wenn es erlaubt ist, trotzdem locken. Und es könnte durch der Abamor gleich allowed, das stammt dann von Profile im Complaint-Mode. Also erlaubt und mitgelockt, dass man das Profil noch ergänzen kann. So, jetzt mal komplett die Log-Meldung. Sieht man, das war jetzt ein Beispiel aus dem Hello World-Skript. Sieht jetzt Name, die Temp Hello Text. Sieht, dass es Operation MakeNode war, also sprich eine Datei anlege. Die Operation, also Requested Mask und Denied Mask, waren C für Create, was dann effektiv Schreibrechte erfordert, also W. Was man auch noch rauslesen kann, ganz am Schluss, FSUID gleich 1000 und OUID gleich 1000 heißt, der Benutzer, der den Prozess ausführt, ist auch der Benutzer, der Dateieigentümer ist. Also sprich, man kann in der Regel dann auch noch den Owner-Präfix verwenden, dass quasi nur der Dateieigentümer auf die Datei zugreifen darf. Macht das Ganze nochmal ein Stück sicherer. Genau. Vorhin habe ich über Systemd gemeckert. Ganz so schlimm ist dann doch nicht. Es gibt nämlich auch so eine die Option, dass man sagen kann, Abamor Profile gleich something. Und wenn man das benutzt, dann wird das Programm wirklich nur gestartet, wenn das Profil geladen ist und wird dann auch benutzt. Man könnte auch schreiben minus something, dann wäre das Abamor-Profil optional. Was man auch machen kann, es gibt ja immer so Services mit Instanzen. Also sprich, man startet jetzt zum Beispiel drei verschiedene Instanzen von ja, irgendwelchen Datenbanken und dann kann man da über die Syntax, also auf System die Ebene Datenbank at Instanz 1 starten und kann dann auch bei Abamor Profile das Prozent i verwenden, um dann jede Instanz eigenes Abamor Profil zuzuweisen. So. Apache habe ich schon erwähnt, dazu gibt es ein Abamor-Modul namens Mod Abamor. Sprich, man hat einmal die globale Konfiguration AA Default Headname, was er dann standardmäßig benutzt. Wenn man das nicht hat, wird Abamor pro Datei ein eigenes Head, also ein Profil vorschlagen. Das macht keinen Spaß. Meistens sinnvoll ist, das Ganze pro virtuellem Host zu setzen, dass man dann sagt, mein Virtual Host blog.cpols.de hat ein eigenes Abamor-Profil zum Beispiel. Führt einfach dazu, dass dann der virtuelle Host, falls tatsächlich mal jemand was knacken kann, auf sich eingeschränkt wird und kann nichts anderes auf dem Server kaputt machen. Man kann das auch noch auf Verzeichnisebene weiter treiben, also diejenigen, die keine Subdomains einsetzen, sondern einfach /blog zum Beispiel, können dann auch fürs Blog ein separates Profil festlegen. Und jetzt habe ich schon Heads erwähnt. Was ist das? Sind im Prinzip auch Unterprofile. Der Unterschied ist, dass ein Programm mit dem Change-Head-Aufruf zwischen denen hier und her schalten kann. Und das ist eigentlich typische Use Case Apache mit einem Head pro virtuellem Host. Und die Syntax sieht dann so aus, dass eben vorne ein Hut ist und der Headname hinten dran. So. Jetzt will man natürlich die Apache-Konfiguration nicht für jeden virtuellen Host von Null machen. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass man sich dann Schnipsel mit den typischen Zugriffen schon mal automatisch mit einem Skript generieren lässt. Sieht dann so aus, also sprich, in meinem Fall jetzt erstmal die Apache 2 Common Abstraction. Da stehen dann so Sachen drin wie Fehlerseite erlaube und so. Dann will man natürlich die HTTP-Passwort-Datei für die Zugriffsstatistiken, alles im Document-Root lesen. Log-Files schreiben, Access-Log, Error-Log, die Zugriffsstatistiken lesen, Temp-Dateien schreiben, also typischerweise PHP-Sessions, genau, und die User-Shared-Zone-Info braucht man auch noch. Genau, sowas macht man natürlich skriptbasiert und schreibt es nicht jedes Mal von Hand. Und spart sich dadurch halt einen Haufen Zeit, weil einfach die Basiszugriffe schon mal erledigt sind. Es gibt unter Apache noch einen speziellen Head namens Handling Untrusted Input. Der wird immer benutzt, wenn der Apache gerade Langeweile hat. Also sprich, wenn ein Prozess gerade kein Aufbruch bearbeitet.
Dummerweise kommt es vor, dass der auch noch mal mit Verspätung irgendwie Access Log schreiben will von einem anderen virtuellen Host, wo er vorher halt gerade drin gewerkelt hat. Also das ist ein bekanntes Problem, hat leider noch niemand reparieren können. Aber nur bitte nicht erschrecken, wann das dann passiert. Was immer noch wichtig ist, wie eng macht man seine Profile? Sprich, erlaubt man komplett im Dokument Root alles lesen und schreiben? Oder schränkt man das ein? Und nachdem ich es dann schon mal erlebt habe, dass ein Kunde Forum installiert hat, und man kennt es ja, im Forum kann man dann immer sein Profilbild hochladen, sowas wie mein Foto.php. Ja, dann macht es natürlich Sinn, weil man nur JPEGs und GIFs erlaubt hat. Man könnte theoretisch auch eine Regel setzen in seinem Apache-Profil deny owner /.php rw. Also sprich PHP-Dateien, die www.ran gehören, grundsätzlich vom Lesen und Schreiben verbiete. Hört sich gut an? Und dann kommt da irgendeiner her und sagt, ja, aber mein WordPress will sich selbst updaten. Also immer so eine Gratwanderung, was will man haben und was will man nicht haben. Man kann ABAMOA auch durchaus kreativ einsetzen. Also ich benutze zum Beispiel als Inventarlist, welcher Virtual Host benutzt zum Beispiel Skripte, die ich in einem globalen Verzeichnis anbiete. Oder welcher virtuelle Host schickt Mails durch Aufruf von Sendmail. Genauso gut kann man ABAMOA auch als Debugging-Tool missbrauchen, sprich, welche Datei liest ein bestimmtes Programm. Also ABAMOA-Profil ist deutlich leichter zu lesen als ein Stress-Output. Und von daher einfach ARGenprof laufen lassen, das Programm starten und dann hat man das ziemlich schnell beisammen. Genauso kann man dann gucken, ja, was machen jetzt die 100 Apache-Prozesse auf meinem Server? Ruft man ps-zaux auf, also mit großem Z, und dann sieht man, in welchem virtuellen Host, sprich welchem ABAMOA-Head, dass die gerade unterwegs sind. Und was auch ganz nett ist, ein Read-Only-Root-Zugang, zum Beispiel um Backups zu machen. Funktioniert folgendermaßen, zwei Komponentenlösungen, nämlich einmal in der Authorized Keys, der Key-Eintrag kennt jeder. Was vielleicht nicht jeder kennt, man kann da vorne dran schreiben, Command gleich irgendwas. Und dann wird beim Login mit dem Key immer genau das Programm ausgeführt, egal was der SSH-Client eigentlich wollte. In dem Fall jetzt das Skript Async Shell. Und das macht im Prinzip erstmal ein Echo an der Logger. Also sprich, es schreibt mal mit, was ist da eigentlich als Originalbefehl reinkommen. Dann checkt es vorsichtshalber noch einmal ab, ist das wirklich ein Async-Befehl? Und wann ja, dann führt er das Ganze aus. Man könnte auch theoretisch das Ganze verkürzen auf exec $ssh original command und ABAMOA macht den Rest. Aber wie vorhin schon gesagt, doppelt abgesichert kann nie schaden. So, und wie sieht das ABAMOA-Profil zu dem Skript dann aus? Es erlaubt erstmal dem Skript, dass es selbst läuft, also sprich Base Abstraction, Bash, weil es eben Bash-Skript ist. Es macht Console-Output. Es braucht den Name-Service, also zum Beispiel für Benutzernamensauflösung. Es braucht die Capabilities Deck Override und Deck Read Search, was auch noch eine Spezialität ist. Warum? Eigentlich darf ja Root auch Benutzerdateien lesen, immer. Aber sobald man ABAMOA-Profil hat, und der Benutzer hat eine Datei mit Modus 600, also nur der User, dann darf Root erstmal nicht mehr darauf zugreifen und braucht dann erst noch die zwei Capabilities, dass er es wieder darf. Und das will man halt beim Backup haben. Genau, dann ein paar Programme ausführen, also Moment, das war so schnell. In dem Fall jetzt Bash, Grep und Logger, was einfach nur nochmal die Vorabchecks macht. Und das Wichtigste ist einfach jetzt Async ausführen. Und in der rechten Spalte der Lesezugriff auf die Datei und Verzeichnisse, von denen man Backup machen will. Also in dem Fall jetzt etc und home. So. Nachdem ich den Vortrag vor ein paar Jahren schon mal auf der DebConf Heidelberg gehalten habe, kommt dann die Frage, gibt es eigentlich jetzt zwischen OpenSUSE und Debian irgendwelche Beziehungen? Ja, gibt es. Kommt immer drauf an, wie man es dreht und wendet. Ja. Also Hintergrund von der Sache ist, dass ich damals in Heidelberg den Debian-Leuten auch ein Stück weit auf die Sprünge geholfen habe, was sie ABAMOA-mäßig so machen können, sollen, wie auch immer. Bin auch immer noch im Debian-Bugträger unterwegs, wenn du jemanden ABAMOA-Bug einreicht. Also kann durchaus vorkommen, dass dann einer von OpenSUSE schneller antwortet als Debianer. Und um das Ganze zu vervollständigen, bitte Ubuntu nicht vergessen, weil die einen großen Teil von der ABAMOA-Entwickler bezahlen.
So, jetzt kann man natürlich die Abamor-Profile, ach, interessant machen. Das ist jetzt leider ein Beispiel, das ich in freier Wildbahn gefunden habe. Und ja, man sieht schon, das ist nicht besonders schlau. Also ich sollte vielleicht das erste erklären, File. Bedeutet einfach, alle Dateizugriffe erlauben. Also lese, schreibe, ausführe, einmal alles. Und dann fällt auf, vielleicht war das doch keine gute Idee, man müssen doch bestimmte Sachen verbieten. Und dann werden die Regeln halt schwierig. Also man kann durchaus auch in mein Profil die Nein-Regel reinschreiben, also irgendwas verbieten. Aber es wird halt irgendwann dann blöd. Ich denke, ich blende mal die Erklärungen ein, schon versteht man es eh nicht. Also was macht es? Wie gesagt, File war schon mal eine blöde Idee. Und dann geht's los. Ja, aber schreibt Zugriff auf Dateien direkt in Proc, dann bietet doch nicht. Das nächste ist dann, ja, schreibt Zugriffe in Verzeichnisse, die nicht Proc-Nummer, also sprich die PID oder Proxy sind, bitte verbiete. Das macht die Regel halt lustig, also sprich, wir verbieten jetzt mal einstellige Zahl, zweistellige Zahl, dreistellige Zahl oder süß und dann mindestens vierstellige Zahl mit Unterverzeichnis, also slash Stern Stern. Heißt dann regressiv mit dem Doppelstern. Genau. Und dann kann man das ganze Ding noch einmal entsprechend weiter verschärfen in Proxys. Alles außer K-Stern verbieten, also effektiv Proxys Kernel. Zum Glück gibt es ja nicht allzu viel Sache. Und die letzte Regel schränkt es dann wirklich so weit ein, dass dann alles außer SHM verboten wird. Wie gesagt, leider echtes Beispiel. Und das war dann die Reaktion dazu. So. Ansonsten, wer sich noch weiter über Abamor informieren will, es gibt die abamor.de Mainpage, wo die komplette Syntax erklärt ist. Gibt natürlich auch eine Homepage, abamor.net. Gibt was im OpenSUSE-Wiki, im Debian-Wiki, im Ubuntu-Wiki. Dann gibt es auf docopensuse.org den Security Guide mit einem ausführlichen Kapitel zu Abamor. Was ich auch durchaus empfehlen kann, wenn ihr andere Distributionen benutzen. Also das ist wirklich für jede gültig. Ignorieren halt bitte die ersten Screenshots. Genau. Und wer dann noch Live-Support braucht, es gibt einen IRC-Channel, es gibt eine Mailinglist, es gibt auch eine Debian-spezifische Mailinglist. Und ja, gibt es Fragen? Ja, wer jetzt was fragen will, bitte ich um Handzeichen. Ja. Ja, wie sieht das generell aus, welche Regel trifft? Also bei einem Profil ist es klar, der geht von vorne durch und die erste, die trifft, nimmt er dann erstmal und dann guckt er weiter. Wie ist das, wenn mehrere Profile hintereinander angezogen werden oder wenn die irgendwie verschachtelt sind? Es sieht so aus, grundsätzlich jedes Profil hat den Namen und den Pfad. Also das nennt sich dann intern Attachment. Und der Pfad entscheidet, welches Profil benutzt wird. Sprich, der spezifischste gewinnt. Beispiel, ich gehe jetzt noch mal zurück zum Moment. Genau, Name Profiles. Wenn wir jetzt das haben. Und mal angenommen, es gäbe jetzt auch noch ein Profil, wo wirklich drin steht, einfach nur slash bin slash ping. Das würde dann als mehr spezifisch gelten, weil es eben keinen Alternativpfad enthält. Das würde dann gewinnen. Aber falls es das nicht gibt, dann ist klar, wenn Ping ausgeführt wird, dann mit dem Profil namens Ping und die Pfade User Ping, Ping oder Bin Ping. Also es kommt nie vor, dass man dann nicht entscheiden kann, welches Profil ist das jetzt gerade, sondern das kann man immer anhand von dem Pfad erkennen. Wenn ich mir das Bin-Ping jetzt in mein Home-Verzeichnis kopiere, kann ich es da ausführen und Abamor meckert nicht, nehme ich an, ja? Genau, ja. Was aber auch bedeutet, Ping ist entweder Set-UID gesetzt oder neuerdings dann eher nur Capabilities auf der Datei und wenn ich mir das rüber kopiere, dann gehen die erstmal verloren. Also sprich, es bringt dann nicht wirklich was, wenn man Kopie davor hat. Aber grundsätzlich, ja, wenn man Programm auf einen neuen Namen kopiert, dann wird es erstmal nicht mehr von Abamor erfasst. Welche Unterschiede gibt es zwischen SE Linux und Abamor?
Also ein Abamor-Entwickler hat ja vor Jahren mal eine Vergleichsfolie gemacht nach dem Motto Abamor-Profil, SE-Linux-Policy. Durchaus voreingenommen. Also ich denke, der Hauptunterschied ist der, dass Abamor-Profile setzt man in der Regel auf spezifische Programme an, also sprich zum Beispiel alles, was am Internet hängt. Und SE-Linux hat den Ansatz, dass das komplette System geschützt wird. Also sprich, geht los mit init, also systemd, bis hin zu den einzelnen Programmen. Man kann aber auch durchaus mit Abamor sein komplettes System schützen, ist allerdings eher selten. Also es hat jetzt gerade vor ein paar Wochen sich jemand auf dem Mailinglist gemeldet, der es tatsächlich ausprobiert hat und es scheint zu funktionieren. Habe ich die Möglichkeit, Profile, also Programme, die zum Beispiel im User-Space liegen, im Home-Verzeichnis, damit zu schützen? Kann man durchaus machen. Also sprich, einmal, wenn man genau weiß, wo das Programm liegt und traut seinem Benutzer so weit, dass er es nicht auf einen anderen Pfad umkopiert, dann kann man ganz normal ein Profil anlegen für Home-CB Hello-Text, Hello zum Beispiel. Oder man könnte auch sagen, bevor der Benutzer jetzt mich baut, dann mache ich ein Profil für Home-CB /Stern/Stern, also alles innerhalb von HomeCB. Wie gibt es ein Repository oder irgendeinen Sammelpunkt, wie ich an die Profile rankomme, wenn ich sage, ich bin nicht allwissend und ich weiß eigentlich nicht, welche Grätschen MySQL noch alles macht in seiner Lifetime, um einfach mal an ein Profil ranzukommen, um auf der sicheren Seite zu sein? Muss ich mit einem klaren Jein beantworten? Also, es gibt zum einen Profile, die Upstream Abamor ausliefert, schon mit der Empfehlung, dass man die auch standardmäßig aktivieren kann. Also so Sachen wie jetzt, ich meine, Ping ist in Anführungszeichen langweilig, aber ist eins davon. Interessanter ist durchaus das Samba-Profil, was übrigens in OpenSUSE und Debian auch ganz nett ist. Da gibt es dann bei Samba ein Skript, was dann anhand von der konfigurierten Shares das Profil aktualisiert. Will man definitiv haben. Die Alternative vorher waren irgendwie 2 Bug-Reports im Monat, das macht keinen Spaß. Was es dann auch gibt, von Upstream Abamor werden Profile inaktiv ausgeliefert, also wie vorhin im Beispiel VSFTPD, also halt als quasi Vorlage, die man dann noch entsprechend ergänzen kann. Und dennoch muss man dann anfangen zu suchen. Also sprich, es gibt jetzt bei Ubuntu diverse Profile, die in den Paketen verstreut liegen, gibt bei OpenSUSE eine Handvoll Profile in diverse Pakete, aber jetzt ein wirklich zentrales Profilrepo steht schon ewig auf der To-Do-List, aber es müsste halt mal jemand machen. Ich habe noch eine andere Frage. Wie läuft die Kommunikation? In diesen kleinen Beispielen haben wir gesehen, vor jedem Befehl, der irgendwie ausgeführt wurde was geprüft. Also Abamor hat eine Schnittstelle zum Kernel und sagt, ich habe hier den und den, der will das und das machen. Oder der Kernel sagt zu Abamor, das und das Programm will jetzt das und das machen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist im Prinzip zweigeteilt zwischen User Space und Kernel. Also die Abamor-Profile stecken im Kernel, sobald sie dann geladen werden. Die Textversion in etc Abamor.d. Und dann schreibt der Kernel seine Logmeldungen raus. Und die Tools wie AA-GenProf lesen die Logmeldungen und aktualisieren dann anhand von dem Profil. Sie hatten ja zwischendurch auch Systemd angesprochen. Mhm. Mittlerweile kann man ja auch Capabilities in Systemd festlegen. Ja. Jetzt haben Sie zwar auch Beispiele genannt, dass mit AppAmor auch, ich sag mal, mehr Verfeinerung möglich ist, aber was würden Sie sagen für einen normalen Server? Ist da AppAmor heutzutage noch nötig, vorausgesetzt man hat wohl definierte Service-Files, also wo Capabilities definiert werden und auch schon Netzwerkregeln? Ich würde mal so sagen, also was Capabilities angeht, kann Systemd einschränken, klar.
Aber wenn man dann noch andere Sachen einschränken will, wie zum Beispiel, der darf keine PHP-Datei schreiben, dann hat SystemD halt die Option nicht mehr. Also je nachdem, was man braucht. Und im Zweifelsfall würde ich einfach beides kombinieren. Dann ist man wirklich sicher. Ja, wenn wir keine Wortmeldung mehr haben, dann bleibt nichts anderes übrig. Dankeschön für den Vortrag.